Volles Haus beim Mainfränkischen Mittelstandstag der IHK in Würzburg. Das Thema: die Digitalisierung der Gesellschaft und die Folgen für Mensch und Wirtschaft. Der Hauptreferent Sascha Lobo ist in der digitalen Welt zu Hause. Als Strategieberater, Autor und Blogger hinterfragt er die Bedeutung und den Einfluss des Digitalen auf unser Leben, Arbeiten sowie den gesamten Wertschöpfungsprozess. Jetzt müssen die Erfolgsrezepte von morgen entwickelt werden und das sind digitale. Und da sehe ich bei der Weiterentwicklung und auch bei der Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, noch ein wenig Luft nach oben. Das sage ich ganz freundlich und das sage ich als Aufforderung, dass man sich darum kümmert und dass man die Neugier für das Digitale entwickelt. Und ich sage das deswegen, weil es notwendig ist. Wenn der Mittelstand nicht schafft, sich zu digitalisieren, dann kann dieses Land nicht so wohlhabend bleiben, wie es im Moment ist. Damit mittelständische Unternehmen überhaupt erfolgreich digitale Produkte entwickeln können, muss eine optimale Infrastruktur vorhanden sein. Deren Ausbau wurde in den letzten Jahren stark vernachlässigt. Und jetzt haben wir in der digitalen Infrastruktur in Deutschland ein komplettes Desaster, was weitestgehend politisch zu verantworten ist. Die Länder in ganz Europa sind mit großen und sehr offensiven Förderungen in die digitale Infrastruktur reingegangen. Da wird mit 2- und 3-stelligen Milliardenbeträgen um sich geworfen. Und in Deutschland sind wir das Thema ganz gemütlich angegangen, was jetzt auch dazu geführt hat, dass es in Unterfranken Gegenden gibt, da habe ich nicht mal Handyempfang. Nicht nur beim mobilen Internet hapert es, auch die Glasfaservernetzung in Deutschland ist im europäischen Vergleich mangelhaft. 2016 waren nur 2,2% der Breitbandnutzer mit Highspeed-Glasfaser vernetzt. Lobo fordert daher 100 Milliarden Euro staatliche Unterstützung für eine flächendeckende Glasfaservernetzung. Damit das gelingt, gibt er den Unternehmen noch einen Tipp. Grundsätzlich funktioniert in Deutschland vor allem das gut, wo auf die Politik massiver, auch und gerade wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird. Das ist also ein nicht verkappter Aufruf an die Unternehmen, auch an die Mittelständler, Druck auf die Politik auszuüben, dass die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur vernünftig ausgebaut wird. Weiteres Thema beim Mittelstandstag: die Digitalisierung der Unternehmenskommunikation. Professor Dr. Lutz Frühbrot von der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt gab einen Ausblick, wie sich diese zukünftig wandeln könnte. Und Dr. Gunter Schunk betonte am Beispiel seines Arbeitgebers, der Vogel Business Media, wie wichtig es für Unternehmen ist, sich immer wieder neu zu erfinden.